Das heißt, dass die Tests, wenn es immer heißt, diese Inzidenz, die ja keine ist, weil sie nicht alle krank sind, diese Wahnsinnszahl, an der wir alles orientieren, in dem Sinn kann zu einem nicht unbedeutenden Teil aus Menschen sein, die das schon durchhaben und in dem Sinn auch nicht mehr infektiös, also gar überhaupt kein Risiko sind, geschweige denn krank sind. Ja, genau. Oder eben, weil sie Und bei der die verfolgt ihr auch Testinzidenz noch nach, falsch wo es. positiv ist. Und da müsst ihr auch noch nachverfolgen als Gesundheitsamt, wo es wahrscheinlich gar keinen Sinn mehr macht. Genau, richtig. Und diese Zeit, die könnten wir uns sparen, wirklich mit dieser Kontaktpersonennachverfolgung und dafür die Zeit besser investieren in den Schutz der Altenheime. Denn nochmal, wie ich eingangs gesagt habe, das ist ja unsere ureigenste Aufgabe. Die Kontrolle, die Überwachung der Pflegeheime. Und wenn wir das als Gesundheitsamt nicht können, wer denn dann? Aber dazu braucht man wieder Mitarbeiter und Personal und die können wir nur wieder rausbringen, indem wir die zum Teil unsinnigen Kontaktpersonen Nachverfolgungen lassen. Also du meinst, die unsinnigen Nachverfolgungen sein lassen und die Kapazitäten dahin, wo tatsächlich auch die Menschen im Moment sterben. Richtig, genau. Wie Ja. unterscheide ich unsinnig und sinnige Kontaktnachverfolgung? Nun ja, nochmal, indem ich es eben symptomorientiert mache. Also Leute. Also es wird schon mal losgehen, es wäre schon mal hilfreich, wenn Sie nicht mehr alle einfach testen lassen würden, sondern nur noch die Menschen, die wirklich krank sind. Dass man einfach sagt, nur noch die, die krank sind, die gehen bitte zum Arzt und lassen sich testen. So, dann würden wir schon mal wissen, dass wenn ein positiver Befund kommt, dass dann auch tatsächlich nur noch ein kranker Mensch dahinter steckt. Der entweder wahrscheinlich beim Arzt ist oder dann eben auch krankenhausintensiv Genau, und so weiter, der in genau. irgendeiner Form auch mit dem Gesundheitswesen es belastet und sei es auch nur mit Schnupfenmittel bei der Apotheke. Genau, zum Beispiel, wobei das jetzt eher irrelevant ist. Aber wenn jemand krank ist, dann gehe ich auch davon aus, dass er infektiös ist. Auch das ist ja nichts, was ich jetzt hier neu erfinde, sondern was wir im Medizinstudium immer gelernt haben. Also beispielsweise der Schnupfen, das war immer so die Frage, ja, wie lange kann man denn jemanden anstecken, wenn man Schnupfen hat? Die Regel war ganz einfach, solange die Nase läuft und tropft, ist man infektiös. Weißt Hört du das was? Tropfen Laufen auf, dann wird's weniger. Hundertprozentigen Schutz gibt es eben nicht. Es gibt immer die berühmte Ausnahme. Das sind die präsymptomatischen sozusagen. Zu Ja. den Superspread-Events wird gesagt, so steht es auch auf der RKI-Seite, dass es Events auf, wie soll ich sagen, dass die Menschen sowieso nur relativ wenige von ihnen infektiös wären. Ich glaube, so um die 20%, die überhaupt nur ansteckend wären. Kann man das so sagen? Ist das der Fall, dass ein großer Teil eigentlich gar nicht ansteckend ist, obwohl krank? Oder wie kommen solche Zahlen zustande? Das kann ich auch nicht sagen. Ich glaube auch, dass hierzu keine validen Daten vorliegen und Zahlen. Ich kann nur aus der Erfahrung immer Folgendes schildern. Mir sind Fälle bekannt, wo ein Ehepartner krank war, das Vollbild hatte einer Covid-Erkrankung und der andere Ehepartner nichts, aber rein gar nichts bekommen hat. Obwohl keine getrennten Schlafzimmer, nichts, ja, gab es immer wieder. Das ist ja bei der Heidelberg-Studie auch so, dass je mehr Mitbewohner, umso geringer ist das Ansteckungsrisiko in der Ja, Heidelberg-Studie, das fällt. ist doch, ja. Ist das normal? Da, das weiß ich nicht, ob das normal ist. Wir sehen das ja auch bei anderen Erkrankungen. Also nochmal, der berühmte Norovirus, wenn der mal in der Familie umhergeistert, weiß ich nicht, ob du schon mal in den Genuss gekommen bist, dann weiß man, dass relativ viele den mitbekommen. Aber es gibt immer wieder einzelne Familienmitglieder, die bekommen es nicht. Okay. Und man weiß nicht warum. Genauso wie mit Husten, Schnupfen, Grippe. Wenn man Kinder hat, weiß man das. Die Kinder geben das weiter von einem Kind zum anderen. Dann bekommen es die Eltern. Aber es gibt immer wieder so Erkrankungswellen innerhalb der Familie. Da bleibt ganz oft die Mutter oder der Vater, wer auch immer, vollkommen unbeschadet. Und man weiß einfach nicht, warum das so ist. Also ich gehe davon aus, dass wir nicht kontinuierlich die Viren weitergeben, sondern immer nur in Portionen. Und man muss halt dann genau
in diesem Moment eine Portion weitergeben an den anderen. Und je häufiger und je enger der Kontakt ist, umso höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwann einmal eine Portion Viren abbekommt. So ist meine Theorie. Es kann aber genauso gut sein, dass das Immunsystem von dem anderen so stark und so gut ist, dass der einfach nichts merkt. Okay. Aber verlässliche Daten und Zahlen habe ich dazu nicht. Das sind natürlich jetzt auch einfach nur, das sind jetzt einfach nur Vermutungen, Erklärungen, aber anhand der Praxis. Und dann noch was dazu, weil immer diskutiert wurde, Kinder, ja, Infektionstreiber, ja, nein, in der Schule, im Kindergarten. Ich kann nur sagen, wir haben relativ wenig positive Kinder gefunden. Aber viel erstaunlicher war, dass wenn wir ein positives Kind fanden, dass sich die Klassenkameraden alle nicht angesteckt haben. Also das ist doch was Interessantes. Und da kann mir halt jemand kommen mit keine Ahnung wie vielen Studien und sagen, ja, aber da ist mal wieder Ausbruch passiert, da ist ein Ausbruch passiert. Da muss ich sagen, da bin ich jetzt viel zu lange in diesem Geschäft. Und ich habe das jetzt seit Beginn der Corona-Zeit, habe ich das mitbekommen. Die Kinder, die Kontaktpersonenkinder, sind in den seltensten Fällen krank geworden. Und wenn, dann nur ganz mild und ganz leicht. Also so ein bisschen Unwohlsein und vielleicht ein Schnupfen. Aber das sagt ja auch was aus. Und das ist dann so diese praktische Erfahrung, die man einfach mitbekommt. Und die muss man immer wieder berücksichtigen. Und deshalb war ich mir, um nochmal auf den Spargelhof zu kommen, bei der Angelegenheit wirklich, da war ich mir einfach sicher. Das sind dann die Erfahrungen als langjähriger Arzt, dass man sagt, nun ja, also wenn man bei 100 Positiven einfach keinen Kranken findet und wenn man nach diesen 100 Positiven keine einzige Kontaktperson bekommt, die daraus krank wird, dann können diese Menschen schlicht und ergreifend nicht infektiös sein. Okay, ja. Klingt logisch. Im Nachhinein ist man schlauer, ne? Ja. Bei den Kindern ist die Studiensituation so und so gespalten, ne? Ja, also im Moment weisen eher mehr Studien und Artikel und Untersuchungen darauf hin. Also gerade die Münchner sind ja da recht innovativ und fleißig unterwegs. Also die weisen eher darauf hin, dass Kinder vor allem unter 12 keine große Rolle im Infektionsgeschehen spielen. Okay, man muss Kinder nochmal unterteilen in Altersstufen. Ja, also Kinder unter 12 ungefähr. Ja, Kinder sind nicht unbedingt Kinder, nein, natürlich nicht, von vornherein nicht, aber die spielen eher so, also im Grundschulalter und so weiter, eher eine untergeordnete Rolle. Okay. Das Problem ist dann an der Schule halt auch, dass wir ältere Lehrer haben und dass es ja nicht nur um die Kinder geht, sondern auch um die Lehrer, Eltern, dass es insgesamt ein Teil eines Systems ist, ne? Ja, aber da herrscht jetzt wieder ein Denkfehler. Ich weiß auch, was du jetzt hinaus willst. Also eben muss man jetzt den alten Lehrer und die älteren Lehrer schützen. Das ist ja ein Denkfehler. Denn warum wohl werden die Kinder keine große Rolle im Infektionsgeschehen spielen? Ja, ich weiß nicht, die andere Seite argumentiert, dass sie eben sehr wohl eine Rolle spielen. Gut, aber die Studienlage zeigt jetzt eher gerade in die Richtung, dass sie eher nicht so eine Rolle spielen. Und jetzt ist eben die Frage, welche Rolle spielen sie denn? Aha, also okay. Werden sie vielleicht krank und also infizieren sich, wie wir das nennen, aber das Immunsystem ist so stark, dass sie das locker wegstecken. Ja. Sie könnten aber trotzdem infektiös sein. Also oder aber sie sind vielleicht gar nicht so infektiös. Und deshalb können sie auch nicht so stark die Viren weitergeben, weil man braucht ja auch immer, auch das wird immer nie erklärt, man braucht ja eine gewisse Dosis, eine Virenlast, damit man überhaupt krank werden kann. Also ich habe es zuvor schon angesprochen, beim Norovirus reichen 10 Partikelchen, ich nenne es jetzt einfach mal so. 10, damit man krank wird. Bei der Influenza und bei Covid braucht man einiges mehr. Ja, 1.000, 10.000. Aber nicht also das, genau, man weiß es im Moment nicht, oder kann man das? Nein, das kann man auch schlecht. Das sind immer so theoretische Sachen. Man konnte es nur auch wieder. Eine Veranschaulichung sozusagen. Genau, veranschaulich. Aber man braucht auf jeden Fall wesentlich mehr. Jetzt könnte man doch mal annehmen, vielleicht haben die Kinder sind weniger infektiös.
sodass sie eben nicht zu viel Material ausspucken und damit eben die anderen Kinder nicht so krank machen. Das Prinzip gilt aber dann ja auch für die Lehrer. Dass sie ein, dass das Risiko von den Kindern angesteckt zu werden gar nicht so groß ist. Ebenso niedrig ist, genau, richtig, dass es ebenso niedrig ist, ja. Genau. Du meinst also, dass diese einzelnen Nachweise, ich habe jetzt die Studien noch nicht geschafft, nebeneinander zu legen, als Privatperson ohne irgendwelchen wissenschaftlichen Hintergrund, dass da eher eine Sau durchs Dorf getrieben wird von Einzelfällen, wo nachgewiesen wurde, dass an dieser Schule ein Ausbruch war und daraus dann folgendes Infektionsgeschehen entstanden ist, gegenüber der Studienlage von Tausenden, die in Einzelstudien ja untersucht worden sind. Also das insgesamte Bild ist weitaus größer gegenüber Einzelfällen, ist das so? Also die Einzelfälle, glaube ich, werden deutlicher in den Medien gezeichnet, sind aber eher einfach Einzelfälle. Ich glaube nicht, dass es so viele Kinder sind, die wirklich am Infektionsgeschehen teilnehmen oder dass die Schule auch keine große Rolle spielt. Bei euch sind das Daten, die du jetzt noch aus dem Gesundheitsamt selber hast, weil du da drin gearbeitet hast, sozusagen.